Hermann! Kennst du diese Sonntagsbrötchen in der Dose? Na, wenn man die so aufbricht, wo der Teig so rausquillt? Oh, dann zieh mal bitte dein Trikot runter. Boah, der ist mittlerweile so fett, ne? Macht den Kühlschrank auf und die Butter lächelt ihm entgegen, dann lächelt er zurück. Ja, und zum Frühlingserwachen, Spitzenspiel, Eintracht gegen die Bayern, ne? Die SGE, die setzt zu einem Höhenflug an, ey. Da kriegt ja selbst der Adler Attila Atemnot, ey. Dritter Platz, 8 der letzten 9 Spiele gewonnen, ey. Früher hat die SGE um goldene Ananas gespielt, heute die Bayern. Ach nee, das heißt ja Weltpokal, ne? Glückwunsch nochmal zum 6. Titel. Stefan, was ist bei dir denn Zug zum Tor? Soll ich dir Schienen legen? Ja, der Thomas Müller, der darf hier aktuell nur trainieren, ne? In so einem Outbreak-Schutzanzug. Ne? Nicht wegen seiner Corona-Erkrankung, der hat Pollenallergie. Ne? Der hat ja jetzt als Personal Trainer Thomas Müller den Karl Lauterbach. Dann kann der Lauterbach auch mal was Positives verkünden. Andi, spielst du gleich bitte in langer Hose? Deine weißen Waden, ey, die blenden mich hier komplett in die Sonne. Oh. Ja, und der Müller, ne, geil, wie der aus Katar wiederkam, aus dem Flieger, ne, in diesem Anzug da ausgestiegen, ne. Ich bin letztens durchs Dorf gelaufen, ne, habe ich den Stefan gesehen, auch mit so einem Anzug, direkt die Straßenseite gewechselt. Kein Bock hier auf Virus. Sagt der Stefan, nee, komm rüber, ganz ruhig kommen, ich mach gerade eine Ausbildung als Imker. Kevin, mal mehr Elan! Was guckst du denn jetzt auf dein Handy? Was? WLAN? Ich hab gesagt Elan! Ja, und in Dortmund, da brauchen die Geschäfte gar nicht mehr aufmachen. Ne? Die gehen direkt zum Shoppen in Borussia Park, ein BVB Outlet Center. Ne? Die kaufen sich in Gladbach auch noch die komplette Mannschaft zusammen. Ich verstehe das nicht, ey. Wenn die Watzke-Truppe jedenfalls geile Leistung bringen würde. Aber das ist ja nur... Geil wäre, wenn der Rose jetzt Gladbach noch ins internationale Geschäft führt, einen DFB-Pokal gewinnt, ne, und der BVB am Ende Elfter wird mit seiner Kackabwehr und dann muss der BVB am Ende der Saison den kompletten Kader noch verkaufen. Christian, du bist auch so eine Person mit gedrosselter Leistung, ne? Oh doch, du bist richtig dumm, sonst wird doch mal ein Pass von dir ankommen. Ach, Derby ist ja auch noch am Wochenende, zum vorerst letzten Mal. Schalke gegen BVB, ne? Wenn sich jetzt die Gelsenkirchener Fans wieder vor der Geschäftsstelle versammeln, um an die Ehre der Schalke-Spieler zu appellieren, dann kannst du nach Gelsenkirchen auch bald den Uwe Seeler schicken, ne? Der stellt sich auch immer hin und sagt irgendwas, wenn es beim HSV nicht richtig läuft. Wobei, jetzt stell dir mal vor, ne? Dem Huntela macht eine 93. Minute das Siegtor gegen BVB. Wenn sich alle Schalke-Fans hinstellen und werden sagen, guck, haben wir doch gesagt. Und danach klappen sie direkt das Panini-Album von 96, 97 zu. Ne? Mir fehlen übrigens noch Jiří Němec und Ingo Anderbrügge. Hermann! Boah, der hält auch weniger im Tor als dem Stefan sein Datenvolumen. Geil fand ich den Nagelsmann bei Leipzig, der gesagt hat, grundsätzlich darfst du dich als Trainer nicht so wichtig nehmen. Die Hauptprotagonisten sind die Spieler auf dem Platz. Mhm. Sagt der Typ im karierten Designeranzug an der Seitenlinie, ne? Der gegen BVB gesagt hat damals, ne, die Punkte habe ich schon eingeplant und schön verkackt das Ding. Und Champions League läuft auch richtig gut. Ne? Wenn bei uns die Spieler die Hauptprotagonisten, ne, da wären bei uns im Dorf aber die Orgel still, weil die Pfeifen hier auf dem Platz spielen. Stefan, du findest dich auch so geil, ne? Du brüllst beim Sex auch deinen eigenen Namen. Boah, ey, der Stefan, ey, nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber für die Ladies immer die schärfste Salami auf der Pizza, ne? Ha, unendlich, der Frühling ist da, wir müssen nicht mehr in der Kabine grillen. Ne? Wobei es heißt ja, der Frühling ist da, wenn es nach Gülle riecht. Mhm. Dann kommen wir bei uns in die Kabine, ey. Das ganze Jahr Frühling. Hermann, du hast direkt gewechselt, ne? Von Winterspeck auf Frühlingsrolle. Boah, wobei ich hatte ja nichts von so Bauernregeln, ne? Sind gerissen und gedehnt alle Bänder, dann ist Frühling im Kalender. Ach, vielleicht klappt ja nächste Woche mal mit meiner Taktik. Oder wie Robert Klaus, ne? Der einzige Trainer mit 2 Vornamen. Bei Nürnberg, ne? Der würde sagen, also ich habe den Matchplan erkannt. Wir sind auf einem 4-2-2-2 auf Pressingline gelaufen. Nach Ballgewinn wollten wir über den Ballfern Zehner umschalten. Im Ballbesitz sind wir in der Dreierkette abgekippt. Mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. Sodass wir ein 3-4-3 respektive ein 3-1-5-1, je nachdem, wo der Andi sich aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist jetzt, haben wir das umgesetzt? Ne. So, da war in eigener Sache, der Hand-in-Hand-Cup, kennt ihr ja schon, powered by Sportwetten. Die machen am Samstag eine geile Aktion, ne? In Tönnisberg, für Tönnisberg, ne? Die haben so ein Dorf-T-Shirt gemacht und dann gibt es ein T-Shirt-Drive-In. Also wie bei McDonald's, nur mit T-Shirts. Und da kannst du da was spenden und kannst dir dann dein T-Shirt abholen, ne? Ich verlinke euch das hier auch nochmal, dann könnt ihr da auch nochmal reingucken. Also, haut da rein,
Seid mit dabei, unterstützt den Amateurfußball weiter. Durst ist schlimmer als ein Zweikampf.